Ja, grüß Gott, ich bin Salvador Matthäus, Rekordnationalspieler in Rekordzeit und Weltmeister 1990 an die Prämie gegen den Elfmeter-Töter Goycochea links unten. Aber jetzt ist diese selbe Nationalmannschaft eben gerade am Rande der Existenz und wir müssen drüber reden tun. Im Gegensatz zum FC Bayern München sieht ein Lothar Matthäus bei der Nationalmannschaft eine klare Weiterentwicklung, denn die Mannschaft schafft es mit 10 Spielern genauso schlecht zu spielen wie mit 11. Da ist kein Abfall zu erkennen. Also die Mannschaft ist an sich im defensiven Bereich schon Abfall, aber nur leistungstechnisch gesehen. Das nächste Länderspiel der deutschen Mannschaft ist im März und wenn man dort wieder verlieren tut, dann wird der Bundestrainer, wird Jens Nagelsmann vor die Tür gesetzt. Aber das kennt er schon vom FC Bayern, da war es nämlich auch im März. Ich muss ganz ehrlich sagen, du, es ist sowieso eine Riesensauerei. Ich verstehe es überhaupt nicht, wie man ein Spiel gegen die Türken in Berlin spielen kann und ein Spiel gegen die Österreicher in Wien. Warum spielt man nicht in Prag das Spiel Österreich gegen Türkei? Dann verliert die deutsche Mannschaft auch nicht. Für mich ist das Hauptproblem nicht die Spieler, sondern die Spielerfrauen. Denn ganz ehrlich, kennen Sie eine Spielerfrau? Kennen Sie die Frau vom Gnabry? Wissen Sie, wie die Frau Rüdiger aussieht? Oder die Frau Wirth? Oder die Frau da? Ganz ehrlich, früher zu meiner Zeit an Lothar Matthäus, ich kannte jede Spielerfrau. Ich kannte sogar die Zimmernummern. Und das, obwohl ich nur Mannschaftskollege war. Ein Riesenkompliment für Rudi Völler, dass er sich diesen Quatsch antun tut. Das war deutschmäßig nicht korrekt. Das muss heißen, dass er sich diesen Blödsinn antun tut. Denn es gibt natürlich nur einen Rudi Völler. Rudi Völler hat die nötige Ruhe, hat die nötige Frisur und deswegen ein Rudi Völler muss es machen tun. Der Vorteil an der Reise in die USA unter Nagelsmann war natürlich, dass die Spiele sehr, sehr spät waren. Die waren teilweise erst um 3 oder 4 Uhr morgens und so, dass sich die Fans, die deutschen Fans, die es noch geben tut, die Gurkerei eben nicht angucken konnten. Aber Lothar Matthäus hat trotzdem das Spiel gegen Mexiko gesehen, weil Lothar Matthäus muss nachts öfter mal raus. Aber das Spiel gegen USA habe ich auch nicht gesehen und zwar dank Ranu Fink. Zum Beispiel Füllkrug, da muss man ganz ehrlich sagen, du, das ist eine Riesensauerei, dass das die Hoffnung sein soll für die Europameisterschaft. Ich meine, Füllkrug hat Borussia Dortmund von Bremen nur gekauft, weil die Klofrau von Dortmund einen blauen C hatte und nicht spielen konnte. Das ist eine Riesensauerei ist das. Früher, da hatten wir noch ganz andere Stürmer bei der Nationalmannschaft. Da hatten wir noch Rudi Völler, wir hatten Klose, wir hatten Jan Schlaudraff, Paulo Ring, Jean Dandy. Da haben die Gegner noch vor dem Fußgeruch der Spieler gezittert. Leroy Sahne hat im Spiel rot bekommen, weil die Sahne wurde sauer und wurde dann zur Schlagsahne. Und wenn ich überhaupt sehen tue, dass Sandro Wagner Co-Trainer ist von Jörg Nagelsmann. Ich meine, wer ist bitte schön Sandro Wagner? Der war vor 3, 4 Monaten war der noch Experte. Der hat von Duden und Blasen keine Ahnung und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch Experte. Aber trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, du, da muss ich dort auf der Bank, muss ich mich anders präsentieren tun. Er sitzt dort und hat einen Gesichtsausdruck, wie als wenn er mit den Schamhaaren im Drehkreuz hängen geblieben wäre. Das geht so nicht. Und überhaupt, Jürgen Nagelsmann, muss ich ganz ehrlich sagen, tun als Lothar Matthäus, ist für mich kein Bundestrainer. Den kann man, wenn überhaupt, als unehrlichen Schwiegersohn verpflichten. Und wenn wir schon mal dabei sind beim Rundumschlag, da muss ich ganz ehrlich sagen, du, und überhaupt diese Trainer, was bilden die sich ein, wie sie mit Experten umgehen, du, mit mir und mit Didi? Zum Beispiel der Trainer vom FC Bayern, Thorsten Tuchel, der ist doch von mehr Vereinen rausgeschmissen worden als Lothar Matthäus von Ehefrauen. So sieht's aus. Ein Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler in Rekordzeit, fordert hier und jetzt den sofortigen Rücktritt von Joachim Nagelsmann und die Rückholaktion von Julian Löw. Weil der hat am Ende trotzdem, muss man ganz ehrlich sagen, tun, den besseren Riecher. Und überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, tun, fordere ich von Nagelsmann mehr Klarheit. Zum Beispiel dem Trapp zu sagen, dass er so tun soll, als wenn er verletzt wäre, hat auf sein Bein gezeigt, hat gesagt, leg dich hin, beweg dich nicht, damit ein Nagelsmann eben noch Anweisungen an die Spieler geben kann. Da muss man ganz ehrlich sagen, tun, das ist beim FC Bayern schon schiefgegangen. Da hat er zum Beispiel Manuel Neuer aufgefordert, so zu tun, als hätte er einen Skiunfall, nur damit er den Spielern auf dem Platz Anweisungen geben kann. Und was ist passiert? Neuer meint immer noch, er wäre verletzt, weil er auf den Anruf von Nagelsmann warten tut. Ja, die Frage ist, glaube ich, klar, oder? Wir haben zweimal verloren und was glaubt ihr? Haben wir bei dieser Europameisterschaft eine reelle Chance, die Vorrunde zu überstehen oder vielleicht sogar noch mehr? Schreibt es mal in die Kommentare. Außerdem sehen wir uns gleich im nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und komm mal bei meiner Tour vorbei. Es ist ja Weihnachten, du brauchst noch mindestens 1, 2 Geschenke. Also, Matze Knobkarten, Mut zur Lücke, ich bin da.